Fight. Wir leben Wrestling. Raw Underground, wohl Geschichte. Dave Meltzer vom Wrestling Observer berichtet, dass Raw Underground wohl nicht mehr fortgesetzt wird. Ursprünglich pausierte das vor 10 Wochen von Shane McMahon eingeführte Format, nachdem viele NXT-Talente aufgrund eines Covid-Ausbruchs bei WWE in Quarantäne mussten. Mittlerweile stehen diese Talente wieder zur Verfügung. Allerdings will WWE aus Angst vor einem weiteren Ausbruch bis auf weiteres wohl alle NXT-Talente vom Main-Roster fernhalten. Dass Arturo Ruas und Dabba Kato im Zuge des Drafts dem Raw-Roster zugeteilt worden sind, soll das Gerücht bekräftigen. Draft Update. Einem Backstage-Bericht von WWE zufolge soll dieses Jahr beim Draft die Priorität gewesen sein, nicht nur Raw, sondern gerade auch SmackDown mit einem starken Roster und Top Guys auszustatten. So sei man sich bei WWE sicher, dass der TV-Deal mit dem USA Network, also von Raw, ohnehin viel gesicherter ist als der Vertrag mit Fox. Infolgedessen wird der Fokus von WWE wohl zukünftig auch mehr auf verbesserten Ratings bei Fox und SmackDown liegen. Ursprünglich erwartete der Sender im Schnitt ca. 3,5 Millionen Zuschauer. Aktuell erreicht WWE dort mit ca. 2 Millionen pro Woche etwas mehr als die Hälfte dieses Wertes. AEW-Jubiläum schlägt NXT deutlich. Das Dynamite Anniversary Special sahen am Mittwochabend im Schnitt 826.000 Zuschauer, ein Anstieg von fast 10% im Vergleich zur Vorwoche. NXT gewann ebenfalls leicht an Zuschauern hinzu, 651.000 Fans sahen die Show. Mit fast 200.000 Zuschauern ist die Quotenlücke zwischen beiden Shows in dieser Woche jedoch relativ deutlich. Pläne nach dem Draft. Nachdem wir gestern bereits berichteten, dass nach dem diesjährigen Draft Big E im Fokus eines möglichen Pushs stehen soll, wurden nun weitere Details zu anderen Namen bekannt. So soll beispielsweise Seth Rollins ein 1:1 Ersatz von AJ Styles bei SmackDown werden. Die Fehde mit der Mysterio-Familie wird zudem weitergeführt werden. Braun Strowman soll im Raw-Roster als großer Heel dargestellt werden, allerdings könne er auch jederzeit wieder auf die Seite der Babyfaces wechseln. Zu Lars Sullivan heißt es, dass WWE für ihn wohl, trotz weiterer belastender Berichte, einen besonders großen Push geplant haben soll. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.